Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, zu einer neuen Folge von Cities Skylines. Ich hoffe, wir werden heute ein bisschen Spaß haben miteinander. Wir werden dieses Let's Play mal so ein bisschen weiter fortführen. Und ja, ich habe hier gerade festgestellt, ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Wir haben hier mit sehr vielen Toten zu tun, habe ich gerade das Gefühl. Da müssen wir echt mal drauf achten. Und ja, natürlich, Däumchen nach oben, das wäre ein Träumchen. Ich werde das Let's Play wieder einmal in einer Session aufnehmen, die dann unterteilen mehrfach. Und das Ganze dann über mehrere Tage verteilt hochladen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde mache, werde ich da wahrscheinlich 3 Folgen, 20 Minuten draus machen, die ich dann über 3 Tage verteilt dann hochladen werde. Einmal geguckt, wo haben wir denn jetzt die Krankenhausgeschichten? Rettungshubschrauberdepot habe ich schon eins. Eine Sauna ist vielleicht nicht schlecht. Das mögen die Leute so gegen schlechte Sachen so, ne, wegen krank werden. Vielleicht mal dahin gepackt. Aber wir haben kein Krematorium. Das wird erst bei 15.000 freigeschaltet. Wir haben hier einen Friedhof. Der ist aber 10 von 10 unterwegs. Der hängt jetzt hier dran. Okay. Muss ich darum mich extra kümmern? Ich weiß es nicht. Hier sind auch ein paar verlassene Gebäude. Genau wie hier und zu wenig Arbeiter. Gut gebildete Arbeiter fehlen. Dann gucken wir uns das mal genau an. Grundschule sollte genug Kapazität sein, genau wie Oberschule. Universität haben wir noch keine. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz hier uns das ganze Gebiet an. Ich habe hier noch Sachen vor mit diesem weißen Strand. Den finde ich eigentlich ganz schnieke. Ich würde eigentlich gerne unser Abwasser filtern. Habe ich dazu Möglichkeiten schon? Was haben wir denn hier? Pumpendienst. Saugfahrzeuge, die sofort losgeschickt werden, wenn es statt überflutete Gebäude gibt. Okay. Nee. Hier. Large Clarifier. Guck mal, das ist doch gut. Wie viel kann der denn hier durchschieben? Im aktuell in der Woche 190.000. Der kann 25.000. Okay, der braucht natürlich auch ein bisschen mehr Strom. Dann wären wir mit diesem Drecksteil da los, ne? Clarifier, wo packe ich den denn hin? Der erzeugt auch zusätzlich Wasser, weil das gesäuberte Wasser auch wieder benutzt werden kann. Ich hoffe, der funktioniert. Muss ich den extra an der Straße packen? Ja. Okay. Vielleicht irgendwo ein Gebiet hinpacken, wo das Ganze besser ist. Ja, lass mal kurz überlegen. Wir haben hier hinten auch hier. Eine Sekunde, hier kann ich auf jeden Fall. So, wir können jetzt die. Wir haben jetzt hier das dichte Gebiet. Sehr schön, gut. Nutzen wir das mal erstmal für das normale Gebiet hier aus. Und ich wollte doch jetzt hier weiter unten. Ah, ein bisschen haben wir ja. Das so machen, dass wir das hier jetzt einsetzen können, ne? Hier so. Ab hier, die großen. Machen wir das mal. Eins nach dem anderen. Von den Gebieten. Ne? So, dann geht's ab zum Wasser. Irgendwo eine Straße ranpacken. Das sieht doch aus, als könnte man hier die Clarifier einfach hinpacken. Einfach mal gucken. Hier haben wir auch kein schlechtes Gebiet. Die sollten eigentlich da auch mit Strom versorgt sein, ne? Ne, sind sie nicht. Ja, gut. Gucken wir da gleich mal. Ich pack erstmal die Clarifier jetzt hier hin. Die brauchen Leute, die da arbeiten, so wie es aussieht. Muss ich die an der Straße packen? Ja. Irgendwo da, wo kein Dings ist, würde ich mal gucken. Ja, muss an der Straße. Gut.
So überschneiden die sich, das will ich nicht. Ein Abstand bitte. Geld haben wir genug. Geld spielt keine Rolle offensichtlich. So, dann müssen natürlich hier irgendwie die ganzen Sachen miteinander verbunden werden. Und das machen wir hier rüber. So, was sagt der Strom? Ist ein Millimeter zu kurz. Okay, ich schau mal, wie das jetzt mit dem Abwasser aussieht. Ja. Gut, dich kann ich also... Er macht 120.000. Sprengen. Jo. Abwasser. Immer noch genug. Okay, jetzt... Haben wir noch über 300.000. Das ist super, das ist schön. Dann hauen wir mal... Ich möchte gerne das hier wegbulldozern. Na? Dann kann der Kram hier weg. Dann müsste es mit der Zeit auch eben so sein, dass die... Schmutzwasser hier nachlässt. Dass wir hier endlich einen sauberen Strand haben. So. Okay, das hier kann weg. So, der reißt dann die Straße da auf. Gut, es läuft noch ganz langsam. Ich glaube, wir haben aber auch, was Medizin betrifft, nicht mehr so das Problem. Gut, völlig okay. Verlassen. Okidoki. Hier kommen die ersten Hochhäuser an den Start. Lass es mal ein bisschen schneller laufen und ich gucke weiter an Abwasser. Es kommt ja auch dadurch verfügbares Wasser dazu, ne? Das ist echt sehr schön. So ein bisschen mehr Gewerbe wird da gefordert. Aber das kommt gerade nach. Einmal mal komplett schnell laufen lassen. Müllhalde. Endlich Müllverbrennung. Oh, sehr gut. Dann mache ich das mal so. Haben wir 3 Müllverbrennungsanlagen, die den Kram jetzt hier ein bisschen leer machen. Kein Platz mehr. Bitte mal entleeren. Dann müssen die sich erstmal hier drum kümmern, vermute ich. Beides entleeren. Uiuiuiui. Reichen die Straßen an dieser Stelle? Natürlich sind die Dinger jetzt doof. Die müssen erst leer sein, damit wir die Straße verbreitern können. Wir können nicht sagen, verbreite sie in diese eine Richtung, also hier hin. Sondern die müssten halt erst weggeschoben werden und dann kann man die Straße verbreitern. Aber ich denke mal, das ist jetzt gerade zu diesem Moment nur sehr viel. Die müssen alle hier rüber. Wie machen die das? Ich würde mal gerne so ein Müllfahrzeug verfolgen. Okay, der läuft jetzt hier rum. Bringt das dahin, alles klar. Gut, ist jetzt wahrscheinlich schon abends. Den Verkehr einmal gecheckt. Hier, damit habe ich eigentlich auch gerechnet. Auch auf der Hauptstraße habe ich damit eigentlich gerechnet, aber es sieht okay aus. Ist noch nicht so, dass wir hier komplett den Kreisel voll haben, dass sie nicht reinkommen in die Stadt. Hier ist natürlich eine Todeszone. Aber auch das ist nicht wild. Wir könnten einfach überlegen, die Straße ein bisschen breiter zu machen, damit die dort schneller fahren können. Ich mag die Musik. Ah, ist zu steil. Was soll das? So, einfach mal eine Gerade, ne? Also mit der Musik ist das echt schon super chillig. Wir haben hier so ein bisschen Regen. Okay, gut. Upgraden wir mal hier auch die Straße. So. Vielleicht sollte ich das Ganze sogar einen Weg machen. Also, dass die
Ah, das ist eine gute Idee. Pass mal auf. Also erstmal so das verbreitern. Und jetzt machen wir das mal so. Falsche Richtung. Ich würde es gerne in die andere Richtung haben. Ich kann es nicht erkennen, es geht nach da. Warum ärgert mich das Ding? Ist nur in die Richtung. Achso. Hat es jetzt mit Rechtsklick gemacht? Okay. Da bitte nicht, ne? Warum macht es das nicht, das, was ich will? Ich weiß nicht wieso, das war damals einfacher. Also es führt jetzt alles nach hier. Und da kann es ruhig in alle Richtungen gehen, meinetwegen. Aber dann von hier bitte. So. Einfach in die Richtung dann ziehen, in die ich es haben will. Das heißt, das müsste jetzt auch nach hier gehen, ne? Kann ich leider nicht erkennen. Nein. Es ist so lächerlich. Es wird alles durch hier raus. Ich will es in die Richtung abfließen lassen. Warum klappt das denn nicht? Pass auf. Okay, vielen Dank. Geht doch. Naja, also die kommen hier rein, machen da drinnen irgendwas und fahren dann da raus. Wenn sie dann hier unten weiter wollen, ist das deren Ding. Ja, okay. Hätte auch eine normale Straße da gereicht, glaube ich. Und den Verkehr nochmal an. Jetzt ist hier natürlich da das Nadelöhr. Weil auf diese Straße jetzt hier mehrere raufkommen. Aber es geht eigentlich noch, das geht. Okidoki. So, wir sehen, wir brauchen mehr Leute. Okay, wir wollen dann erst aber einmal das hier ausnutzen. Wir haben Anfragen, das heißt, wir wollen das einfach mal weiter ausbauen. Ich mache jetzt dieses gesamte Gebiet. Ah, ich glaube, ich habe gerade da ein paar Sachen vernichtet. Oh. Sieht zumindest ein bisschen danach aus. Mal gucken. So, ja, ja, neues Gebäude. Hm. Hier einmal wieder rüber malen, bitte. Das sieht doch nach da hellgrün aus, oder was? So. Ja, da sind die weg. Gut, dann gehen wir mal auf die dicken blauen. Wie verwurst ich das denn jetzt bitte? Schiebe ich mal hier so das rüber. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir mal bis hier so und schieben das einmal dann dahin. Und dann würde ich auch noch sagen, wie breit habe ich das denn jetzt hier gemacht? Kann man da irgendwas Sinnvolles machen? So könnte ich das machen.
Da gewinnt sogar noch theoretisch. Ja, ist alles gut. Dann hauen wir die große Geschichte hier rein. Ein bisschen geht ja. So, Wunderbärchen. Dürfen sie sich hier ansiedeln? Heißt aber auch mehr auf der Straße an Verkehr. Oh, da müssen wir echt mal gucken, ne? So, Müll. Der Müll steht, weil die hier komplett am Entleeren sind. 76% voll, ja. Mehr Wagen dürfen ruhig unterwegs sein. Was macht ihr denn da? Finde ich schön. Hier ist so der ganze Müll, na gut. Was kann ich denn hier so noch an Richtlinien geben? Stadtplanung, starker Verkehr, Blitzableiter, VIP-Gebiet, schnelle Erholung. Und Katastrophenschutzeinheiten nicht nach Überlebenden, sondern schafft nur die Bedingungen für Wiederaufbau. Ja, kein Wiederaufbau, nein. Keine Altstadt. Was heißt denn das? In diesem Gebiet können nur Anwohner und Geschäfte Motorfahrzeuge abstellen. Allen anderen ist das verboten. Ach so. Altstadt. Das heißt also, dass in der Altstadt halt nur Bewohner und Geschäfte Motorfahrzeuge benutzen. Alle anderen dürfen da nicht fahren. Ah, die Müllabfuhr wird doch da sicherlich fahren dürfen, oder? Putzhauen. Da muss ich auch noch mal gucken, was man da machen könnte. Naja, okay. Was haben wir denn jetzt hier freigeschaltet? Polizeihubschrauberdepot. Ja. Wir haben auch noch einen Fort Knox. Wir haben gar kein... Wie sieht's mit den Gefängnissen aus? Kriminalität ist ziemlich niedrig. Hier hätten wir 100 Gefängnismöglichkeiten. Würde aber auch Arbeiter bringen, ne? Ja, ich überlege mal, wo ich unser Prison hinbaue. Vielleicht hier so? An den Strand oder sowas? Am liebsten ja halt so eine richtige Insel dafür, ne? Feuerwehrturm. Würde den vielleicht hier stellen wollen. Da wäre es vielleicht noch sogar ganz gut, ne? Hier machen wir den aber mal hin. So, muss der mit Elvis verbunden werden? Hm, so stehst nach neuen Waldbränden. Jeder Brand von dem Turm entdeckt wird alarmiert. Und die Feuerwehr automatisch. Achso, okay. Ja, wir haben hier ein bisschen Wald. Gut, ein bisschen suboptimal da. Aber wir haben auch ein bisschen Wälder hier drin. Also alles prima, alles tutti. Falls wir da mal so ein paar Waldbrände bekommen sollten. Und hoher Antennenmast. Kostet der irgendwas Besonderes? 25.000, 400 Unterhalt. Also wegen Katastrophen hier das Ding, ne? Ja, das, wow. Erdbebensensor. Tsunami-Warnboje. Braucht das Ding noch irgendwas? Okay, gut. Tsunami-Warnboje haben wir. Dann Erdbebensensor. Hat ja keinen Strom hier vorne. Alles gut. Jojo, chill. Dann den Erdbebensensor einmal irgendwo hingestellt. Er braucht sicherlich auch nichts Besonderes. Das heißt, er kann auch direkt hier hin. Gut. Ich denke mal, das freut die Leute alle. Und es... Ah, oh, es brennt!
Ich glaube, die Feuerwehr kommt da einfach nicht hin.